Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind hier gerade in den Ruinen von Morasul, also an Morasul unterwegs. Und sind auf der Suche nach, sind eigentlich auf der Suche nach, wie heißt der nochmal? Nach Kaior. Er kämpft bei Morasul. Den suchen wir. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo der war. Daher bin ich hier jetzt ein bisschen am Rumgeistern. Warte mal, ich habe da was groß gehört. Ich frag mich eins, was ich jetzt mal ausprobieren will. Ich speichere dafür jetzt einmal. Okay, dafür esse ich jetzt noch einmal ein Stück Fleisch. Können wir den so kaputt haben? Vor allem. Der war mal. Die waren mal größer. Oder nicht? Die Urviecher. Die waren wirklich mal größer, meine ich. Die. Kann es sein, dass solche großen Viecher kleiner werden, wenn man stärker wird und alles? Wir haben den einfach mal zu Klump gehauen. Jetzt ernsthaft, also. Ach so. Der will jetzt auch noch Stress. Vielleicht nehme ich auf jeden Fall von denen mit. Das brauchen wir. Wo? Da. Ich habe mich schon gewundert. Hier müssten aber noch mehr irgendwo sein. Wenn keine Snapper, dann die Crawler. Okay, sind doch ein bisschen mehr von denen hier. So, aber wir hauen die alle kaputt. Ich will den jetzt aber nicht hinter mir haben.
So, und den Skorpion-Typen da machen wir auch gleich mal fertig. Unter mir? Alter, wo kommst du? Boah, dass ich einfach durch den Boden. Hat der sich einfach durch den Boden gebohrt. So, kriegen wir den so hin? Den Tempelwächter? Anscheinend treffen wir den halt jedes dritte Mal. So. Okay, interessantes Grab. Schade, dass ich das hier nicht aufmachen kann. So, hier haben wir ein Lager. Ach, hier, das Lager sind wir jetzt. Königsdistel nehmen wir mit. Sklave. Sklave, Sklave. Irgendwer müsste doch hier sein, oder nicht? Denn die sind noch nicht befreit. Vor allem, was ist das denn jetzt für eine Musik? Die kenne ich noch gar nicht hier. Kam noch mal irgendwie ein Patch oder sowas nach keine Ahnung wie vielen Jahren? Wieso bin ich eigentlich so einer, der immer irgendwie überall hochklettert? Ja, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich das selber auch vermisse. In real life irgendwie mal irgendwo hochzuklettern. So, aber müsste ich hier nicht irgendwo einer von den Nomaden sein? Ja, okay, perfekt. Den hatten wir nicht gelootet. Dietrich wenigstens.
Oder ist da irgendwie eine Höhle? Ach, wir sind wieder hier. Okay. Hier ist dann sehr wahrscheinlich keine Höhle. Aber bestimmt sind sie in den Ruinen. Hier, Koyak und so. Muss ich achten, dass ich irgendwie Stimmen höre oder sowas? Und Feuer gibt's hier. Geht schon gut los. So. Noch ein Snapper. So, ich habe da keinen Bock auf Nahkampf gegen die mittlerweile. Vor allem, wo kommen die ganzen Zombies her? Zuerst den dann, vielleicht. Oder den. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von hinten irgendwie angegriffen. Also meine Pfeile kriege ich von denen eh nicht wieder. Da ist ja noch einer. So, die kriege ich so hin. Hallo Fleisch. Da, da, da. So. Und so. Stimmen höre ich jetzt keine. Das könnte ein Lager sein, oder? Oder hier? Hier leuchtet es auch irgendwie so, als würde hier ein Lagerfeuer sein? Nee.
Hier waren wir schon vorhin. Ganz ehrlich, wo sollen wir suchen nach denen? So, Lurker nehmen wir auch auseinander. Ja, komm. Noch mehr. Ja, komm, Pippi noch. Da leuchtet es rot, da leuchtet es blau. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam, aber den sind wir auch los. Warte mal. Knapp 11.000 Punkte noch. Hä? Sind die hier irgendwo? Hier haben wir noch ein Lager. Stimmt. Von denen. Aber ich raff jetzt nicht, wo ich suchen muss. Ah, hier. Brauchen wir nicht. Also ich würde den Löwen-Druiden ungern vorzeitig töten wollen, sagen wir so, um die Quest abzuschließen. Noch ein Urtier. Urvieh. So. Da! Okay, den werden wir so nicht schaffen. Machen wir einmal so. Und noch ein Energie hinterher. Ja, okay. Komm, jetzt. Ja. So, oder komm, ich gönne mir mal so eine Suppe. Und feste mal das ganze Salat.
Na, aber ich weiß echt nicht, wo ich suchen soll. Hier sehe ich jetzt noch mehr Viecher. Also hier hinter ist jetzt noch eins. Aber wo war der letzte Nomade hier, der uns jetzt fehlt? Okay, krass, der andere, der ging schneller down als der hier. So, gleich haben wir den nächsten Levelaufstieg, sehe ich schon. Da! Okay, wie viele kommen denn jetzt? Da! Extrem viele auf engem Raum. Da sind noch mehr. So. Da! Da! Oh, da! 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 Ja, die wechseln sich aber auch ab. Okay, die sollen einmal drumherum. Wieso buggen die sich da immer wieder in die Wände? Da! So, den holen wir noch. Okay, treffen tue ich auch gar nicht gerade. Kann es sein, dass da zwei Feuergolems sind? Da! Da! So, einen Moment. Ihr beiden könnt einen Moment warten, ja? Jetzt. Jetzt halt wieder Zeit für euch. Nice, beide auf einen Schlag. So, jetzt weiß ich nicht, wie es da hinten mit den beiden da aussieht. Wir sind aber schon wieder gut aufgestiegen. Versuche erstmal nur einen anzulocken. Bewachen dich hier irgendwas?
Ich glaube, die bewachen da was. Machen wir mal das. Wir wachen hinten wirklich irgendwas. Und bewegen sich da auch nicht fort. So, ein Schuss noch, dann ist der auch hinüber. Und wir gehen wieder auf unsere normalen Pfeile. Wie hier. 2000 Pfeile haben wir. Verwitterte Steintafel. Als Wissen plus 6. So, dessen Herzen nehmen wir mit. Aber ich habe bis jetzt immer noch keine Ahnung, wo Dingens hier ist. Da hinten. Ah, da haben wir ihn. Nicht ihn anvisieren. Armselige Kreatur. Sanuyem. Du, Wanderer, endlich bist du gekommen. Was willst du? Merdarion, der Wassermagier, schickt mich. Ich bringe dich zu ihm, wenn du es wünschst. In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. In der Wüste kann es ziemlich heiß werden. Deshalb ist es gut, wenn ein Mann weiß, wie er sich vor der Hitze schützen kann. Bring mich zu Merdarion. Bring mich zu Merdarion. Folge mir, Wanderer. Neue Quest, der Weg zu Merdarion. Waren wir nicht schon bei Merdarion? Sanuyim. Hier sind noch so viele Erfahrungspunkte, Mann. Ich muss gleich nochmal hier hinkommen. Warte mal. Nee, Merdarion waren wir noch gar nicht, oder? Morasul, da haben wir den Tempel. Hier ist eine Höhle. Ach. Wir sind da. Es ist gut, dass du gekommen bist, Wanderer. Danke. Merdarion. Gut, dass du gekommen bist. Was ist mit deiner Stimme passiert? Merdarion, was machst du hier? Merdarion, was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Du hast das Artefakt gefunden. Sehr gut. Falls du Saturas suchst, er hat sein Lager beim Tempel von Al-Shedim aufgeschlagen. Erzähl mir von deinen Studien. Erzähl mir von deinen Studien. Du solltest dir altes Wissen aneignen. Die alte Magie ist eine mächtige Waffe. Ich kann dir nur das geben, was ich gefunden habe. Aber in den Ruinen lebt der alte Mesir. Er handelt mit alten Artefakten.
Der Tempel von Morasul ist geöffnet. Der Tempel von Morasul ist geöffnet. Das war ja auch nicht zu übersehen. Die Toten wandern über das Land und machen alles, was ihnen begegnet, dem Erdboden gleich. Wir müssen dem Treiben ein Ende bereiten. Was können wir tun? Die Horden der Toten werden angeführt von 5 untoten Feldherren. Wenn diese fallen, können wir das Schlimmste verhindern. Lass uns die Untoten aufmischen. Ja, lass uns in die Schlacht ziehen. Die Feldherren des alten Volkes gehören nicht in diese Zeit. Ihre Herrschaft ist schon lange vorbei. Folge mir. Okay. Also, ja, sind wir jetzt auch endlich mal Medarion begegnet. Hier. Speicher einmal, nicht, dass er jetzt drauf geht. Schon schlimm genug, dass wir einen unserer Freunde verloren haben. Senduyem haut da auch wieder ab, okay. Aber warte mal, haben wir nicht insgesamt schon 4 Feldherren erledigt? Au, du willst es nicht begreifen, was? Da, au! Au, da! 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 So. Armselige Kreatur! Medarion, da sind noch mehr. Ich dachte schon, der will jetzt hier runter. Da ist noch so ein Mistvieh! Da! Ist es nicht schade? Und da sind schon die Untoten. Die Biester geben einfach keine Ruhe. So. Da, da. Oh. Da, da, da. Alter. So, erstmal das Skelett da weg. Da, 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 da. Alter. Einmal kurz mit Darion helfen. Da! Da! Oh, da! Da! Feldherr der Untoten. Da! Oh. Da! Da! Oh. Da! 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 Alter, ja. Da! So, das müssen wir jetzt reichen. Da! 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 Gehen die einen aber auf den Sack? Ich will niemand vermissen! So, Medarion, einmal warten, ich muss essen. Gesundheit, Medarion. Noch mehr von den Biestern! Dem hast du es gezeigt! Ja! Da! Armselige Kreatur! Hat Medarion auf mich geschossen? Da ist noch so ein Mistvieh! Da! Ja, Dreckscrawler! Da! Medarion, ich helfe dir. Sieh zu, dass du dich heilst, ja? Will das Viech mich verraten? Um dich ist es nicht schade! Medarion, es wäre gut, wenn du dich auch mal heilen würdest. Vielleicht nochmal speichern.
Alles in Ordnung? Klar. Bleib dicht hinter mir. Wir müssen sie alle erwischen. Ja. Die Biester geben einfach keine Ruhe! Da! Alter. Dem hast du's gezeigt! Da! Dich wird niemand vermissen! So, und zum nächsten, Medarion. Vor allem jetzt, was brauchen wir für die nächste Stufe? Knapp 35.000, 36.000. Da sind noch mehr von den Biestern! Ich dachte schon, der ist jetzt hinter uns her. Wir dürfen nicht zögern. Das wäre unser aller Tod. Nicht aufgeben. Folge mir. Okay, bei den Nomadenkrieg glaube ich das als erstes auf 100%. Kann das sein? Hier sind noch mehr. Du wirst es nicht begreifen, was? Alter. Die übertreiben aber auch hier, die Zombies. Ich helfe vielleicht da hinten einmal. Abstand. So. Alter. Ich hasse die Viecher gerade. Medarion. Ja. Armselige Kreatur! Beseitige die Feldherren der Untoten in den Ruinfeldern. Ich dachte schon, es wäre gleich vorbei mit ihm. Da ist noch so ein Mist, dem hast du es gezeigt! Armselige Kreatur! Okay, Medarion. Bald haben wir es geschafft. Los, weiter! 95%, okay. Ich bin sehr beliebt bei Nomaden, glaube ich. Genau, hier hatten wir die auch schon erledigt. Die Untoten gehören einfach nicht in diese Welt. Die Feldherren der Untoten sind Geschichte. Sehr gut. Dann haben die Toten bald wieder Ruhe. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Gib auf dich Acht. Wir alle brauchen dich noch. Nimm die mit auf den Weg. Adanos sei mit dir. Ich widme mich wieder meinen Studien. Es gibt noch viel zu tun. Okay, halt, Frankie, wieder. Immerhin. Wo hatten wir die jetzt gefunden? Ich würde da wieder hingehen wollen. Speichere das einmal. Und wir sind jetzt bei den Nomaden auf 100%.
Bei Assassinen und Orks sieht das nicht so gut aus. Aber Waldvolk, Rebellen, Nomaden und Nordmara sieht schon eigentlich relativ gut aus. Ist jetzt nur die Frage, für welches Ende wir uns dann entscheiden werden. Soweit ich weiß, sollen es ja drei Enden sein. Irgendwo da hinten war das, glaube ich. Ich glaube, ich sehe die Höhle sogar schon jetzt. Noch mehr Snapper. Und das alles nur für einen Stein. Gibt's denn noch einen? Ja, hier. Okay, dann auch zur Höhle. Aber irgendwie schon lustig, dass die Nomaden sich hauptsächlich in den Höhlen da aufhalten. Immer diese Mistviecher. Habe ich hier noch mehr gehört? Ja, da ist noch einer. So, komm. Und jetzt. Haben wir eine Truhe, perfekt. Mal gucken, was drin ist. Ja, hauptsächlich Sachen zum Verkaufen und halt ein neuer Dietrich. Also Dietrich verbraucht, Dietrich wieder zurückbekommen. So. Da.
Und den da noch. Da haben wir Gold, aber Gold will ich nicht, brauche ich nicht. Und Energy. So, dann sind wir wieder hier und Kayo. Morasul ist gefallen. Unsere Brüder sind frei. Eine neue Zeit bricht für uns an. Und das verdanken wir dir, Krieger. Adanos möge dich beschützen. Wie kannst du mich noch unterstützen? Wie kannst du mich noch unterstützen? Ich kann mein Wissen mit dir teilen. Bring mir was über die Jagd bei. Ne? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Warte mal. Mit zwei Klingen, Meister der zwei Klingen, große Waffen. Also ich will die Dinger hier. Nomade. Nee. Obwohl, warte, ich will den Weg der Macht beschreiten. Hagelsturm, Golembeschwerden, Zeitblase. Bring mir etwas über alte Magie bei. Nee. So, dann würde ich vielleicht jetzt nochmal mich nach Lago teleportieren. Hier, ...149 haben wir jetzt. So, nach Lago. Das müsste jetzt eigentlich alles soweit passen, alles soweit sein. Wir haben jetzt mit jedem seiner Kollegen da gequatscht. Ich habe zu deinen Brüdern gesprochen. Ich spüre, dass du wahr sprichst. Der Stein des Löwen. Seit vielen Jahren trage ich ihn. Du hast dich als würdig erwiesen, ihn zu tragen. Nutze seine Magie für deinen Kampf. Nutze seine Magie, um unsere Brüder zu befreien und die Assassinen aus ihren Sklavenburgen zu vertreiben. Was hast du jetzt vor? Es ist Zeit, den Atem Adanos zu teilen. Wir rauchen die Pfeife. Doch der Kampf geht weiter. Wenn du den Löwen rufst, wird er mit dir kämpfen. Kämpfe mit mir. Der Löwe kämpft an deiner Seite. Okay, ich... Shakya schließt sich dir an. Kommt der Löwe auch mit? Na, der Löwe kommt nicht mit. Ich habe jetzt aber dann, glaube ich, alle. Also Löwe, Ripper, Snapper, Varan. Kopfgeldjagd Shakya, der Wüstenlöwe. Hurit. Plündere die Höfe. Okay, es bleibt jetzt wirklich nur Faring und Vanguard. Wir haben jetzt nichts mehr übrig.
Ja, lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. So, dann ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt... Thronsaal, Zug ins Palast, Bensala, Braga, Faring. Das heißt dann, das ist jetzt das Letzte, was wir noch machen müssen, das hier zu befreien. Die Frage ist nur, wie stellen wir es hier an? Weil das scheint doch eine etwas kompliziertere Ortschaft zu sein. So, und der buddelt jetzt hier? Rocco? Der buddelt hier. Weil er unten nicht mehr buddeln will, ne? Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge befreien wir Faring. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.